es geht mal wieder los. Nur noch 3 Spiele, 32. Spieltag gegen den Tabellen 18. heute im Kampf um den Klassenerhalt. Der SVS wartet, Sandhausen. Ich bin gespannt, eine weite Reise, wenn man von Rostock aus fährt, über 700 Kilometer. Ihr wisst es, aber komm, nur noch 3-mal, da kann man das Ganze gut ertragen und vor allem bei 3 Siegen in Folge. Hansa ist wieder eine Einheit. Sie haben die Kurve wirklich perfekt kurz vor Schluss noch bekommen. Das ist einfach nur unglaublich. Viele uns auch schon abgeschrieben als Abstiegskandidat Nummer 1. Einfach nur der Hammer, was sie da jetzt, sag ich mal, rausgehauen haben. 3 Spiele, alle zu 0, 3 Siege und heute den 4. Sieg in Folge könnte man eigentlich mitnehmen, denn rein rechnerisch ist es möglich, den Klassenerhalt an diesem Spieltag klar zu machen. Aber auf Näheres gehen wir gleich ein. Erstmal meinen Bruder abholen. Wo steckt der Lümmel? Ich suche ihn gerade, aber ich finde ihn nicht. Da ist er doch. Bist du gut drauf? Eben. Ins schöne Sandhausen geht's heute. Bock. Ja? Ja. Man sieht es, man sieht es. Ja, die haben nicht so viel zu lernen, ne? Letzte Chance. Ja, Sandhausen, wenn das heute schief geht, glaube ich, kann sie sich verabschieden. Ihr wisst, das Restprogramm von Sandhausen ist hart. Danach weißt du, wer da wartet. Heidenheim und dann der HSV. Gut, kann man auch schlagen, aber es wird schwer. Aber Hansa ist auch noch nicht durch, also nicht hier. Genau, den großen Larry. Genau. Machen wir. Aber man muss schon sagen, man fühlt sich schon ein bisschen befreiter. Das auf jeden Fall, aber immer noch mit ein bisschen Fokus. Wo sind deine Stullen? Die Stullen aller Alvin vermisse ich. Ich sah ein paar wieder mit dem Ostsee nach Hause. Hey, da ist doch gar nichts übergeblieben. Tja, da was anderes gesehen. Der geheime Rucksack. Aus dem Kaufland meines Vertrauens. Grüße an Jan. Ja. Auch ein Hansa-Fan. Genau. Überall. Coronados. Können die was? Wir sind übrigens heute zu 5. Aktuell seht ihr nur 2. Aber da kommen noch ein paar. Einer noch wirklich kurz vor knapp, der kommt vielleicht erst in der 2. Halbzeit. Je nachdem. Daumen drücken, dass kein Verkehr ist, dass er gut durchkommt. Vor allem, weil er uns mit zurücknehmen muss. Ich hoffe, der kommt an. Kurzer Zwischenstopp, Mannheim. Wir haben Hunger. Umstiegszeit, halbe Stunde. Mal gucken, was man da so erreichen kann. Auf der Suche nach Triple B und Julian Riedel. Adler Mannheim, Waldhof Mannheim, gibt's alles, Hauptbahnhof. Ja, so, warum wir jetzt hier gelandet sind, das kann uns, glaube ich, nur ein Kollege beantworten, der später noch kommt. Da geht's nach Wilhelmshaven. Wilhelmshaven, wisst ihr, was das heißt? Pröger auf der Spur. Pröger. Pröger. Aber wir haben eine kleine Überraschung für euch. Wo geht's gleich hin? Für ein paar Liebhaber eine andere Sportart. Wir haben gesehen, da liegt was Schönes auf dem Weg nach Sandhausen. Genau, das ist in der Nähe. Da wollen wir mal vorbei duschen. So, das werdet ihr gleich sehen, wo wir was Schönes wir hier vorhaben. Gleich 12. Bahn und Riedel leider nicht unterwegs gewesen, haben wir nicht gefunden. Schlimmstes Gefühl, wenn in einer Regionalbahn defekt steht auf dem WC. 20 Minuten. Schaffen wir das. Wer kennt das Problem? Ist schon ernst zu nehmen. So. Was denn? Willst du noch was sagen? Ja. Es war doch vor kurzem das. Mann, kein Bock. Haltet durch. So wie es unser FC Hansa geschafft hat. Ihr seid die Geilsten, wenn ihr heute den 4. Sieg in Folge einfahrt. Nein, auch so muss man wirklich dankbar sein für die Region, für die Existenzen, die da alle auf dem Spiel stehen. Sie haben es angenommen. Da wären wir raus, schnell. In Hockenheim. Ein paar alte Autos kann man schon sehen. Hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, was wir gleich suchen werden. Aber mittlerweile wisst ihr, denke ich, schon, worauf wir hinaus wollen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da steht es schon dran. Schön ausgeschildert. Bächlein haben wir noch. Der Dorfplatz. Da haben wir den Faker. Elvin
Schreib- und Spielwaren. Das bist nicht du. Das bin ich nicht. Und nochmal an alle Leute. Die ganzen Grüße und Kommentare weiß ich sehr zu schätzen. Aber beim nächsten Mal vielleicht mit einem W anstatt mit einem V. Mit W wird der Junge geschrieben. Sonst passt das natürlich alles. Vielen, vielen Dank erstmal. Und genau. Ja, weiß ja keiner vorher. Ne? Genau, da habe ich ja niemandem erzählt. Obst und Gemüse gab es wohl mal dort. Das Schild verspricht nicht zu viel. Hier eine kleine Kasperbühne. Eine Käserei findet man noch. Ey, krass, aber was die hier alles haben. Noch ein altes Feuerwehrauto. Vorwärts Heideho. General Jenkins. Ja. Kennt ihr ihn? Mit Jenkins. Genau. Ja. Schöne alte Sachen. Wir haben hier schon ein paar Rennreifen. Mit Sitzbänken. Oh. Dezentscheune. Kurz vorm Ziel gibt es auch noch ein Getränke gar. Doch, das hat auf. Ich glaube schon. Das ist auf. Das ist zu. Getränke gar. Dann nehmen wir uns mal ein Bier hier mit. Und dann geht's nach Hause. Hä? Was ist das denn? Leute, schöne Pfandflaschen aber. Von 8 bis 12 und ab 14 bis 18 Uhr. Willkommen auf dem Dorf. Für alle Formel-1-Liebhaber. Hockenheimring. Wäre ich nicht drauf gekommen. Findet ja leider schon ein paar Jährchen nicht mehr da statt, aber ist ja trotzdem ein historischer Ort. Genau, wir wollen mal gucken. Da soll anscheinend irgendwie ein bisschen was rumfahren. Da hinten geht es irgendwo lang. Leute, eigentlich haben wir ein gutes Gefühl, denn man geht endlich mal wieder mit dickem Selbstvertrauen in ein Auswärtsspiel. Letztes Mal ging es schon gut gegen Kaiserslautern, da hat die Defensive gestanden. Hansa gibt nie auf, wir sind wieder da. Und auch wenn man 3 Siege in Folge hat, das Ding ist noch nicht in trockenen Tüchern. Nicht aufgeben, Sandhausen ist das schwächste Heimteam. Zuerst waren wir es eigentlich, aber durch die 2 Siege in Folge, sag ich mal, zu Hause auch, konnten wir uns ein bisschen befreien. Da rechnet man sich schon ein wenig aus. Ihr könnt es sehen, da hinten die Werbebanden, schön an der Autobahn. Der Tourist mit seinem Rucksack. Da ist, glaube ich, schon so eine Tribüne. Zu Hochzeiten über 100.000 Leute hier pro Event. Ein paar Berge. Ansonsten gibt es hier noch einen Informationsstand. Da kommt doch schon einer von der Rennstrecke. Vielleicht müssen wir einmal rumgehen. Irgendwie will ich die Strecke sehen. Man hört da doch ein bisschen was. Einfach mal die Haupttribüne entlang und gucken, ob die Tür aufgeht. Das werden wir sehen. Alvin, Achtung, Attention. Da wollen wir einen kleinen Abstecher schnell rein, schnell. Wow. Ey, man kann hier wirklich hin. Krass. Ohne zu zahlen. Richtig unerwartet. Am Hockenheimring, ich muss ja persönlich sagen, früher hat mich Formel 1 ein bisschen mehr interessiert mit Michael Schumacher und allem. Michael Schumacher ist sowieso einer der größten deutschen Legenden, ganz klar. Schumacher haben wir auch bei uns im Kader. Ja, Max, du bist witzig. Nee, schreibt mal gerne rein. Steht ihr so auf Formel 1 aktuell? Ich weiß nicht, ob man uns versteht oder eher nicht so. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen raus. Letztes Jahr war ja noch hier Vettel dabei. Habe ich immer noch mal ein bisschen reingeguckt. Jetzt ist er weg. Ja. Nur noch Hülkenberg dabei. Fährt er in die Startformation rein und das Ding ist drin. Und heute kann es ja tatsächlich soweit sein, dass wir den Klassenerhalt perfekt machen. Auf der Couch allerdings erst, wenn wir heute gewinnen. Ich habe euch so eine kleine Formel aufgemalt. Sieg Hansa, Sieg Lautern gegen Arminia Bielefeld und Regensburg darf nicht gewinnen. Heißt Sieg oder Unentschieden beim HSV. Das würde bedeuten, dass wir tatsächlich den Klassenerhalt am 32. Spieltag perfekt gemacht hätten oder machen können. Aber selber einfach erstmal den Sieg gegen Sandhausen einfahren. Und die Flagge wurde gehisst. Das bedeutet, das Rennen ist vorbei. Alle in die Box. Wir kommen hier tatsächlich kostenlos rein. Einfach die Tür aufgemacht. Leute. Mit uns geht immer alles. Nicht ganz Sandhausen, aber nur 7 Kilometer entfernt. Ein paar Kabinen da oben für Kai Eberl und Co.
Ralf Schumacher. Max Eberl. Ach, das war ein falscher. Stundenlang, glaube ich, könnte ich mir das nicht geben. Mein Kopf dröhnt jetzt schon. Boah, Kopfschmerzen-Garantie. Ja. Wir sind ja noch gleich im lautstarken Hartwaldstadion. War doch mal ein kleines Erlebnis. Noch ein bisschen was zu essen holen, denn es gibt keinen Supermarkt hier. Keine Ahnung. Was ist da los? Aber es gibt immer noch weit und breit keinen Supermarkt. Ich hier ein Rentner ohne Auto. Boah, das wäre nicht so schön. Tatsächlich, mitten im Regen, ein Supermarkt. Ein schönes Oettinger oder ein Tannzäpfle? Bei der Preis, ne? 33 Cent fast, gegen... Fast 50 Cent, gegen 79, also 46 Cent. Das geht auch noch. Ein schönes Ötti. Croissants und passt gleich auf, wie wir das kombinieren. Wilder Einkauf. Damals im Urlaub hat man das ganz simpel gemacht, wenn man Hunger hatte. Croissant in Frankreich, zack, aufgemacht. Das Würstle, wenn man schon hier in Baden-Württemberg ist. Na komm raus da. Da ist er. Zack, reinstülpen. Und wie in den alten Tagen. Für den schnellen und günstigen Hunger. Auf Thorsten. Thorsten, Junge, bester Mann immer in den Kommentaren. Grüße nach Rügen. Grüße an dich, Grüße an alle, an ja, alle, die so herzlich und nette Kommentare schreiben. Er muss man wirklich sagen, absolut aktiv und vor allem auch der Support, ne? Mega. Darauf gibt's jetzt ein Ötti. So sieht's aus. Prost. Kann das was? Ist in Ordnung. Für 30 Für 33? Cent, 33 Cent meckere ich nicht. Das ist also die Gegend, wo Alois wohnt. Auf jeden Fall, ja. SAP Headquarter, bei vielen Fußballfans nicht beliebt. Da befinden wir uns aktuell. Wiesloch-Walldorf. Ab geht's, Sandhausen, willkommen. So sieht's aus. Was muss man sagen, wenn man jetzt in 3 Minuten in Sandhausen ist? Kurz und knapp. Die haben Druck auf dem Kessel. Eine kleine Tradition hat Sandhausen ja, muss man sagen. 11 Jahre lang sind sie schon zweitklassig und sie sind bisher noch nie abgestiegen. Merkt euch das. Vielleicht schaffen sie ja das Unmögliche und retten sich irgendwie noch auf dem Relegationsplatz. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Die sind da unten dicht beisammen. Guck mal, Sandhausen an. So sieht das hier ungefähr aus ein bisschen. Da wären wir. Super. Hurra! Hurra! Die Rostocker sind da! Die Berge im Hintergrund. Wir warten aber noch auf ein paar Jungs. Wo ja, stecken die? Lassen uns natürlich wieder hier alleine warten. Der Bahnhof hat auch nur 2 Gleise, muss man sagen. Das ist auf jeden Fall überschaubar. Man kann sich nicht verlaufen. Willkommen. Da wären wir. Sandhausen, Sandhausen. Der schöne Fluss. Ah! Läuft er mir in die Hacken rein. Das ist die Seite, wir müssen aber in die Richtung. Das gemütliche Dörfchen. Was mir gleich in den Sinn kommt, hier gibt es wenigstens Supermärkte. Ja, so lässt sich's leben. Da drin im Sandhäuser Gebiet. Einen kleinen Eindruck. Ich denke mal, für viele auch immer interessant, wie sieht das Ganze aus? Das Oettinger hat den Jungen umgehauen. So Kopfschmerzen auf einmal. Das haut rein. Warten auf ein paar Legenden, ein bisschen ruhen. Überlegen, wie wir das Ganze anpacken werden heute. Was sehen wir denn da? Ein Glücksbringerhund. Ist das etwa Lassie? Lassie, bist du's? Ja, moin, André. Hey, wie geht's? Wie geht's? Alles gut? Ja, genau. Erstmal aufs Dixie-Klo gehen. Muss auch mal sein. André. Ja, was los? 3 Siege in Folge zu 0. Also, ich bin geflasht, Alter. Weißt du, wie gesagt? Und wie glücklich wir auf einmal zu den Spielen fahren. Ja, auf alle Fälle. Ich bin in den nächsten, die letzten 3 Spiele mit dabei und hoffe, dass wir heute eventuell den Sack zumachen. Wenn ich spätestens in Nürnberg, das super glückliche Gefühl wäre, nächste Woche in Nürnberg, wenn man mit dem Nürnberg-Fans feiern kann. Genau, das wäre cool. Auch zusammen einfach. Einfach auch Punkteteilung. 2 Traditionsvereine. Er wäre echt geil. Und der Retter in der Not, Alois Schwarz, der hat ja auch eine Sandhäuser Vergangenheit, muss man sagen. War ja eigentlich noch in diesem Jahr unter Vertrag gewesen. Dort hat man nicht mehr an ihn geglaubt. Da war auch ein bisschen sauer auf der PK, hat man gemerkt. Ne? Ja, ich hätte es auf jeden Fall auch noch geschafft. Weil er hat ja auch immer den Klassenerhalt geschafft, glaube ich, 3 Mal in Folge mit Sandhausen. Oder nicht in Folge, auf jeden Fall 3 Mal die Klasse gehalten.
Und jetzt macht das halt dann einfach mit unserem FC Hansa. Ich hoffe es ja. Hm? Wenn die einen nicht mehr wollen, dann nehmen wir ihn gerne. Genau. Alles richtig gemacht, sage ich. Also, Topmann. Besser als alle rein ins Auto, eine Stunde vor Anpfiff. Hier, guck mal, hier unseren Fahrer. Der muss jetzt regeln. Doch, ne? Malle war gut, Hansa war stimmt, du warst auf Malle. Ja, Malle war gut und Hansa war besser. Ein paar Aufkleber verteilt? Natürlich, hast du gesehen. Richtig schön gesetzt, die Dinger. Sehr und gut. Nochmal Gruß und danke für die Hansa-Fans, die mir die Dinger gesponsert haben. Auch dieses Kartell aus Thüringen. Südthüringen. So muss das sein. Jawohl. Und jetzt fahren wir zum Stadion. Also das ist alles eigentlich Wohngebiet. André, wir sind letztes Mal durch hier durchgefahren. Nein. Durchgelaufen. Geil, haben wir da nicht sogar drei Sieger auch in Folge, glaube ich? Ja. Das war das dritte Spiel. Genau. Nach Schalke, genau. Sandhausen mit einem 1-0. Genau. War so genial. Gutes Omen eigentlich für heute. Wie riecht das hier? Das Sandhausen. Da ist das gute Ding. Schönes Wohngebiet. Jo. Das ist eigentlich hier schöne Gegend, schönes Wohngebiet, Leute. Alles tipptopp. Ich schmeiße meine richtige Plastikflasche ins Auto. Was ist der Weg denn nachher? Das ist doch der Hartwald. Yeah. Der Hansa-Bus. Halbe Stunde vor Anpfiff. Die aktuelle Tabelle fehlt selbstverständlich noch. Wir haben es kurz gesagt. Sandhausen auf dem letzten Platz. Punktgleich mit Regensburg. Beide 28 Zähler. Die könnten einen Sprung machen mit einem Sieg. Wird heute aber schwer gegen unseren FC Hansa. Die Abwehr steht ja sehr stabil in den letzten Spielen. Drei Spiele ohne Gegentor. Und solange ein Tor mehr geschossen wird, ist ja alles in Ordnung. Mindestens unentschieden. Genau, also mit dem Unentschieden kann man auch leben. Hauptsache, wir verlieren das Ding nicht. Hey. André will zum Sandhausen-Maskottchen da hinten. Daxi. Daxi. Ein kleines Foto. Stark, André. Muss auch mal sein. Hardy. Grüße an Hardy. Ey, die Fans wussten nicht, wie er heißt. Das ist traurig. Ja. Guckt euch diese Schlange an. Wir müssen uns tatsächlich auch anstellen. Ja? Das gibt's doch nicht, ey. Wie spät ist es? Halbe Stunde noch, guck mal die Schlange. Ja. Mach mal einmal so hoch. Alter, das ist so unfassbar. Ist das Abstiegskampf oder was? Das ist purer Abstiegskampf. Geil. Nichts. Nichts. Ja. Nichts. Kein Bierstand, kein Essenstand. Und wir haben nur noch 15 Minuten. Ey, die Schlange ist. Ey, du hast es gesehen, ne? Ist hoffnungslos. Es geht gar nicht. Also. Geht nichts voran. Tut mir leid, aber wenn die heute absteigen, dann. Dann sage ich mal richtig so. 11 Minuten noch, wir stehen immer noch an der gleichen Stelle. Zu wenig Personal hier, haben wir schon mitbekommen. 5 Minuten noch, wird ein Kampf gegen die Zeit, aber irgendwie schaffen wir es, glaube ich. Komm schon, schnell! Eine Wurst, die Wurst! Oh! Sandhausen mit Pyro! Gerade vor Anpfiff. André, wir haben es doch geschafft. Perfekt zum Anpfiff. Ich glaub's nicht. Irgendwie schaffen wir es ja doch immer. Ey, das ist doch geil. Und vor allem erste Reihe hier. Ausstellung blende ich euch einmal ganz kurz ein. Bei Sandhausen, Esswein. Kennt ihr noch? Eine alte FIFA-Legende. Und bei unserem FC Hansa sieht alles wie immer aus. Das wird. Alois und Dimitros. Die beiden kennen Sandhausen aus dem FF. Das heißt, Auswärtssieg. Ist das geil. So geil. Da die Sandhäuser Ultras. Links der Auswärtsblock. Die machen uns nach. Wie bei uns im Ostseestadion. Das hat ja kein anderer, ne? Ja. Unser Fahrer kommt wohl erst zur 60. Minute. Hast du. Gut, gerade so noch. Zur Ecke. Malone! Ja, mal raufhalten! Okay. Rauf da! Haben wir gesehen. Frühling mit dem Solo! Geh, jetzt frei durch! Ja,
Geil! Geil! Hammer! Schalle! 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 Wir sehen, der will das Ding. Ey, wir wollen es auch einfach. Wir wollen es auch einfach. Krank. Fröhling, unser schwedischer Held, hat zum Glück noch Vertrag. 2 Jahre. Fröhling! 25, du bleibst bei uns. Komm weiter! Schnell, schnell! Ah. Der ist gut! Und! Ja! Man schießt da rein! Das geht hier drunter und drüber. Die haben wir im Sack. Den hat er! Den hat er! Elf Meter! Kanzler! Wir singen und springen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss! Ein Tor! La la la! Die dürfen jetzt nicht spielen da! In letzter Sekunde wieder gerettet. Aha, jetzt aufpassen. Wach sein, wach sein. Geben alles für den FCA. Die haben jetzt auch auf den Ball. Die haben jetzt auf den Ball. Ei. Ey, 23. Also, das Glück ist aber auch gerade mit Hansa. Wir führen schon wieder 1-0. Das ist schön. Das ist einfach schön. Verwalten. Rostock! 10 Minuten, ne? So, noch 5 bis 10 Minuten maximal. Gute Posi. Gute Posi. Gute Position. Stark, stark. Unsere Aktionen sind gefährlich. Sandhausen hat auch ein paar Dinger. Das läuft. Oh, wenn ihr für Hansa seid. Guckt euch das mal an. Hinter euch. Rossi liegt da hinten. Hoffentlich nichts Schlimmes. Gute Besserung, Rossi. Alles Gute. Alles Gute. Meise steht schon bereit. Meise, ist das Tor fällt? Willst du das 2-0 sehen? Ja, okay. Die gehen jetzt was holen. Ja. Unser Fahrer kommt gleich. Ja, die machen das gut. Ja? Boah, setzt er sich durch. Hey! Elfer! Elfer für Hansa? Ist Elfer, oder was? Ja, das ist der zweite Elfer in der Saison. Jawohl, Alter! Der gibt den! Und die sind gerade Bier holen, ne? Ey, Junge! 2-0 jetzt! Wer wird die machen? Erstmal Ruhe. Ja, komm jetzt! Kröger! Boah, beste Sicht auf den Elfer, Mann! Kröger! Der hat so viel Selbstvertrauen, der haut das Ding sowas von rein in die Maschen. Komm! Yeah! Ja, Mann! Kröger! Das Ding ist im Sack! Richtig cool gemacht, eiskalt. 2-0. Kröger, ey, schon wieder am Anfang gesagt. Unsere Heimat ist der Ostseestrand. Ey, diesmal die Kombi einfach andersrum. André holt und das Tor fällt. Ja, beide Tore gesehen. Albin, du hast heute 2 Tore gesehen. Das kennt man nicht von dir. Man ist hier aber auch eingefecht wie im Hühnerkäfig. Guckt euch das mal an. Ist das ein Hühnerkäfig oder ist das ein Hühnerkäfig? Das gibt es doch nicht! Mach ich den Albin heute, oder? Ey, du hast den Albin gemacht! Aber vielen Dank für den Klassenerhalt! Ja, Dankeschön, André! Alter, bester für Mann! Für den Albin! Habt ihr es gesehen? Elfmeter! Kröger Elfer! Komm, hier sogar mit dem Hartwaldstadion! Ey, das ist unser Sitz! Du hast es gesagt, ne? 2-0, aber da geht heute noch was. Die sehen giftig aus, muss ich ehrlich sein. Das ist der Sack hier. Ja. Du musst den Test machen. Schnell, reinbeißen und deine Bewertung. Eine lag ja schon am Eingang. Ja, ziemlich günstig. Was würdest du sagen, Bewertung? 4? Oha. Oha. Die Köpfe sind unten bei Sandhausen.
Und das siehst du, da geht jetzt alles. Oh, ja! Dressel mit dem Strahl. 2:0. Man dachte, das wird eine Abwehrschlacht. Nicht zu großkotzig. Sauber 2:0. Verdientes Ergebnis. Die Chance gemacht. Sandhausen hätte aber auch vielleicht ein Tor schießen können, wenn man mal ein Auge zudrückt. Aber ey, diese Leistung. Unfassbar. Ey, da ist er zur Halbzeit. Ey, ey. Unser Gott ist das, das ist unser Gott. Ja, wir sehen uns gleich. Noch nichts gegessen heute, direkt auf der Uni. Noch nichts gegessen und noch an der Uni gewesen und er hat es noch geschafft. Zur zweiten Halbzeit. Bierbewertung in Sandhausen. Ich mach keine Werbung, aber das Bier ist scheiße. Der Becher ist geil, aber das Bier, ihr wisst es, Leute, gebt's ehrlich zu. Unfassbar, hier nur Hansa-Fans. Nur Hansa-Fans sind hier. Also, hallo, wir sind hier in Sandhausen und ich grüße die 16er, der IGS Schenkmaral. Grüße gehen raus vom besten Club der Welt. Auswärtssieg. Ahu. Anna-Luise, heute nicht dabei, aber heute nächstes dabei. Das Bild von euch ist an meinem Kühlschrank. Das sagt er so. Nein, ich schicke. Ich werde es überprüfen. Ich mache ein Beweisfoto. Alles klar. Oh Gott, da kommt da. Oh, da kommt noch einer. Oh Gott, da kommt noch einer. Alter, wie geil sieht das denn aus, Alter? Eigentlich soll es Hausfrau sein. Ist das der Hammer? Komm mal. Komm mal. Ready, oi! Ready! Hey, Opa Hardy, Dauerkartenbesitzer! Wie geht's? Die fragen mich schon alle, wo ich bin. Ey, ist das unglaublich? Wo seid ihr? Komm, wir kommen mit. Er hat uns die Plätze reserviert. Opa Hardy, wieder mit deinem Glücksbringer, mit deiner Frau. Ja, ihr Standardresultat, es läuft. Zweite Hälfte geht weiter. So schön. 3 Stunden im Stau stand der Junge, war noch an der Uni. Und jetzt ist er hier. Ey, was ein Ehremann. Nicolo, bester Mann. Wir scammen uns jetzt hier einfach mal hin, dass wir hier die Sicht haben, wenn Hansa noch ein paar Dinger schießt. Ja, die Legenden untereinander. Was? 700 Kilometer gefahren, oder? Was? Ja, 700 Kilometer. Und? Auswärtssieg. Super. Oder? Auswärtssieg. Das ist ja ein gefühlter Heimsieg. Was sagst du dazu? Schumi! Hansa, wir lieben euch! Ja, genau, ich finde das so genial, dass wir Leute kennenlernen, die auch so trotzdem zu sehen sind. Von überall. Oh nein, Anschlusstreffer Sandhausen. Was ist das denn? Ich hab's nicht mitbekommen, wir haben alle gefeiert. Ich hab's nicht gesehen. 20! Ja, nee! Das war so ein Kopfball-Ding. Ja, nee. André, wir hatten eine große Fresse. Ja, ruhig. Wir sind jetzt ruhig. Jetzt drehen die auch noch auf. Das wird mir doch jetzt ein bisschen zu spannend. Man darf sich echt nicht zu sicher sein. Die kämpfen wieder. Ey, ein Kopf und das Ding wäre drin. Morris und Johnny kommen jetzt. 3 gegen 3. Scheiße. Stark, Van Drongelen. Boah, guckt euch mal das Trikot an. Super. Vita Cola und ja. Mit dem Mallehut. Ja. Lass es dir schmecken. Ja, danke. Alvin. Ich hab das zweite Gefühl von denen. Hab's gesagt. Danny, mach jetzt weg, Junge. Abseits. Es gibt noch Hoffnung. Könnte überprüft werden. Wo ist der Schiedsrichter? Da. Handspiel, abseits. Wir nehmen alles. Kein Tor, bitte. Ja, guck mal, die diskutieren. Das könnte was sein. Ja, Handspiel! Schalalalalala. Mein Herz, Alter, Mann. Ich hab noch nicht gesehen. Das war ein Handspiel. Okay. Seit wann ist der VAR auf unserer Seite? Seit heute. FC Hansa. Schalalalalala. Ja! Ey, der war
doch drin. Oh. Hey, ich hab den drin gesehen. 70. Minute. Es geht drunter und drüber. Ich glaube auch, letzter Spieltag. Kein Foul, kein Foul. Schüri, der beste Schiedsrichter, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Rossi, der Coach. Rossi, ihm geht's wohl wieder gut. Hansa, sehr gut zu sehen. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Scholalala, scholalala, FC Hansa. Für Johnny, unser Johnny. Nein, nein, nein. In letzter Sekunde, nein, keine Hand, nix, nix. Wenn du mal daneben schießt, wir sind für dich da. FC Hansa, FC Hansa. Weiter, hallo! Ja, weiße Junge! Jo, der Spielmacher heute! Ah. Auf! Oh. 80. Minute, es wird so ein Kampf wie gegen Kaiserslautern. Das Ding einfach sichern! Faul spielen. Nein, Mann. Noch 7 Minuten durchhalten. Zittern ist angesagt. Zittern ist angesagt. Oh. Ey, Junge, das war eine 100%ige. Das war die nächste 100%. Ich kann das nicht mehr, Mann. Johnny! Johnny! Er macht Zeit. Er macht Zeit. Der kann das jetzt von der Uhr nehmen. Aber eigentlich war er durch. Aber eigentlich war er durch. Warum bricht er ab? Sandhausen muss alles nach vorne werfen. Unentschieden ist auch zu wenig. Da ergeben sich Möglichkeiten jetzt, das 3-1 den Sack zumachen. 87. Und wir versuchen das Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Defensivschlacht. Genau, genau. Oh. Die dürfen nicht mehr an Ball, ja. Die dürfen nicht mehr am Ball kommen. Mehr Brutalität ist da. Denn die wissen. Das war's. 5 Minuten durchhalten. Nehmt die Eckfahne. Ihr macht's richtig. Ja, unser. Ihr macht das, Jungs. Der Klassenerhalt sitzt. Merkt euch das. Ey! Jetzt nachsetzen. Weiter. Weiter. Ja! Stark! Meise! Also Rostock, Ole! Hans Rostock, Ole! Achterkette, Ananu ist wieder da und Strauzi! Foul! Ja! Schiedsrichter auf unserer Seite! Hans Rostock, Ole! Hans Rostock, Ole! Hans Rostock, Ole! Ein Tor wäre noch Premium. Ananu! Ja! Nein! Nein! Ja! Das könnte der Klassenerhalt sein. Pfeif doch bitte einfach. Ja! Vier Siege in Folge, Alter. Das ist geil. Nie mehr. Dritte Liga. Nie mehr. Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin. Da sind sie glücklich, immer wenn sie dabei ist. Hagi und seine Frau. Das sind so eine Maschine. Ja!
Alois, 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 Alois. Dennoch, Sandhausen, ja, alles Gute und schwer. Man kann es aber noch schaffen auf Platz 16. Hammer, einfach nur der Hammer. In letzter Sekunde die Kurve bekommen. Jetzt darf man feiern. Und wir schauen einfach mal auf die anderen, was sie am Wochenende machen. Bielefeld und auch Regensburg. Da gibt es noch ein schönes Foto. Geil. Ivy, wir haben es geschafft, Mann. Ganze Zeit gelitten und die Mannschaft hat uns wirklich aus der Scheiße geholt. Alois hat uns aus der Scheiße geholt. Ihr seid die Besten. Hansa! 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 Krieg es durch! Ja. Uns kriegt keiner nach uns. Nach Rostock. Elias und Julius. Mein Neffe und ihre Cousins. Grüße, Grüße. Elias, Julius, haben wir gewonnen in Süden. Ja. Hey, Leute, wir haben es geschafft, Mann. Wir haben es geschafft. Ja. Oh, no. Er ist der wichtigste Mann. Sie schmecken zum Abschluss. Ist so. Er hat für den Klassenerhalt gesorgt. Ja. Nicht Alois Schwarz, er war's. Was haben wir gelitten? Wie die Kurve bekommen haben, wirklich kurz vor Schluss. Ey. Also, die zwei, Respekt vor den beiden. Nein, was sie gelitten haben. Respekt an Hansa, an alle, ihr seid unfassbar geil. Nein, was hat der da noch? Ja, komm, als Erinnerung. Man muss sagen, die Sandhäuser sehr gastfreundlich. Und da wollten wir uns auch noch so ein Geschenk nicht entgehen lassen. Gefunden. Vielleicht kommen ja noch ein paar Spieler. Da kommt ein Sandhäuser Spieler. Bodensee-Hansa-Fans. Genau. Achso, fuck. Ja, Selfie mit dir, Selfie. Ey, Nicole, danke. Was? Ich schneide nur die besten Szenen rein. Guckt euch diesen gut aussehenden Mann an. War schon mal eine Zeit, wo es eklig wurde, auch auf dem Kopf. Wenn du einen selber, wenn du noch die Fresse kriegst. Halt, ja, aber das ist die Schleimer. Das war einfach dieses eine Ding, was du brauchst. Das war gegen Kiel. Gegen Kiel war eigentlich rum, wo du das Ding eigentlich ruppen musstest. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch. Wir freuen uns auch, dass du bleibst, ne? Also, ja, du hast ja noch Vertrag, ne? Ne, wir fahren mit dem Auto noch. Mit dem Auto. Ja. Also, mit dem Zug mitkommen, so. Aber ihr habt ein Flugzeug, ja? Direkt noch? Ne, wir fahren bis Mannheim und dann fliegen wir von da nach Hause. Alle wirklich komplett am Arsch, aber zufrieden. So viele glückliche Gesichter, Tränen gesehen. Wir müssen uns selber erstmal sammeln. Mega Leistung, alle gut drauf. Unseren FC Hansa wird man höchstwahrscheinlich auch im nächsten Jahr in der zweiten Liga sehen. Grüße gehen an alle raus. Schreibt gerne rein, was ihr zum Spiel denkt. Ich muss sagen, am Ende hat man wirklich wieder Eierflattern gehabt, aber wir haben das Ding gewonnen. Als neutraler Zuschauer. Ziemlich gut gespielt, aber dann sind sie eingebrochen. Aber dann haben sie sich doch nochmal gefangen. Und den Sieg nach Hause gefahren. Und genau. Am Ende beschwert sich keiner mehr. Denn Nö. Sieg ist Sieg und Klassenerhalt ist Klassenerhalt. Wir gucken, was die anderen machen. Leute, vielen Dank für eure Unterstützung. Nico, was hast du? Ich habe nur die Hälfte gesehen, kein einziges Tor gesehen. Egal, jetzt 6 Stunden nach Hause brettern. Wie geil ist das, Mann? Das ist so geil, Alter. Und genau. Er muss morgen arbeiten. Jawohl! Um 9 Uhr morgens. Wir werden um 5 Uhr morgens da sein. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Es kommt irgendwann, wenn es kommt. Bleibt stabil, haut rein. Ich liebe euch alle. Und lasst alles gerne unten raus. Wir sind raus.